Am Freitag hat die Sparkasse Parchim-Lübs Vertreter der Gemeinden, Unternehmer und Experten zu einer Diskussionsrunde zum Thema erneuerbare Energien eingeladen. Im Mittelpunkt stand dabei die praktische Umsetzung der Energiewende auf der Fläche. Für die Sparkasse ist es ein wichtiges Anliegen, die Kunden bei der Umsetzung umweltfreundlicher Vorhaben zu unterstützen. Auch ein Informationsaustausch spielt dabei eine wichtige Rolle. Steigende Energiepreise sind auch für Kommunen ein riesengroßes Thema. Wir als öffentliches Kreditinstitut sind natürlich als Partner der Kommunen dafür da, dass wir unseren Kommunen viele, viele Mehrwerte in diesem Bereich dann geben und versuchen natürlich auch in dem Bereich unsere Kompetenz auch zu zeigen, nicht nur als Finanzdienstleister, sondern auch als Vermittler, sage ich mal, zwischen den einzelnen Netzwerken. Das Modellprojekt Bioenergiedorf Bolevik sollte allen Interessenten die Perspektiven der Energiewende vor der Haustür aufzeigen. Ob komplette energetische Autarkie oder zumindest eine Unabhängigkeit, die Potenziale dafür werden zunehmend sichtbarer. Also ich möchte nicht unbedingt von Autarkie reden. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber autonomer zu werden, gerade von den weltweiten Energieströmen, unabhängiger, das ist das Ziel. Das hat auch deshalb riesige Vorteile, weil wir enorme energetische Potenziale haben. Und Sie wissen ja, wir heizen sehr viel mit Öl und Gas. Das Geld fließt aus der Region, aus den Dörfern und wir nutzen unsere eigenen Chancen nicht. Und das umzubauen, das zu ändern, das ist eigentlich das Ziel. Und das klappt mittlerweile ganz gut. Das Energieministerium hat den Trend rechtzeitig erkannt und bietet konsequent eine tatkräftige Unterstützung. Vor allem kleine Kommunen und Gemeinden können davon profitieren. Ja, für uns ist ganz wichtig, dass die Kommunen uns aktiv unterstützen bei der Umsetzung der Energiewende. Die Energiewende können wir nur zusammen schaffen und nur gemeinsam. Und ganz wichtig ist, dass die Wertschöpfung, die durch die Energiewende bei uns im Land entsteht, dass die eben auch in den Kommunen ankommt und bei den Bürgern ankommt. Deshalb unterstützen wir auch die Gemeinden in ihrem Bestreben, selbst was aktiv für die Energiewende zu tun, sei es die Erzeugung von erneuerbaren Energien oder sei es auch Maßnahmen mit der Energieeffizienz. Wir haben dazu eine Klimaschutzrichtlinie und fördern entsprechende Maßnahmen. Aber wir unterstützen zum Beispiel auch das Bio-Energiedorf-Coaching. Das ist eine ganz tolle Sache. Da werden große Veranstaltungen gemacht und da kommen vor allen Dingen die kommunalen Vertreter miteinander ins Gespräch und können sich austauschen über die verschiedenen Möglichkeiten, über die verschiedenen Ansätze, die sie da so haben. Die Sparkasse Parchim-Lübs plant auch weitere Veranstaltungen zum Thema Energiewende. Mehr davon erfahren Sie in unseren nächsten Sendungen.